Es wurde so viel Interessantes gesagt. Ich habe einen ganzen Blog vollgeschrieben und jetzt soll ich das zusammenfassen. Wie soll das gehen? Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat ein bisschen mehr sich auf eine Person konzentriert. Und ich fange mal an mit einem Satz von Herrn Kramer, der für mich einfach der Ausgangspunkt ist. So wie früher wird es nicht mehr. Das heißt, wir können machen, was wir wollen. Wir haben einfach dieses Problem, dass wir zum einen Menschen brauchen, die bestimmte Qualifikationen haben. Zum anderen eine ganz große Gruppe von Menschen, die es aus welchen Gründen auch immer in ihrem Leben nicht geschafft haben, einen vollständigen Berufsabschluss zu erwerben. Und für diese scheint ein gutes Instrument eine Teilqualifikation zu sein. Ich gebe mal ab, oder? Sie haben mein eigenes. Ich habe mir vielleicht also auch ein bisschen eine These aufgeschrieben, auf die mich eigentlich Herr Eckert gebracht hat. Und das ist die These vom langen Atem. Weil als Sie erzählten, wie lange Sie mit dem Thema schon unterwegs sind, habe ich mich daran erinnert, dass ich so eine ähnliche Geschichte mal von einer Kollegin von Ihnen gehört habe, die meinte eigentlich auch an der 80er, Anfang der 90er schon mit solchen Themen unterwegs gewesen zu sein. Und ob die nun Module, Bausteine oder TECO oder wie auch immer heißen, hat mich daran erinnert, dass wir in unserer Demokratie gerade bei dem Thema gesellschaftliche Innovation häufig einfach diesen langen Atem brauchen. Das hat, da spricht jetzt der Politikwissenschaftler in mir, mit unserer Struktur in der Demokratie zu tun, vom Wahlsystem über die Koalitionsregierung, Föderalismus und Ähnliches. Der Politikwissenschaftler sagt immer so viele Vetospieler. Was letztendlich bedeutet, der große Vorteil ist, wenn dann alle an Bord sind, haben wir eine Struktur, auf die wir uns echt verlassen können und lange bauen können. Der Nachteil ist, wir müssen erst alle an Bord haben. Und das erklärt so ein bisschen, warum es manchmal lange dauert. Und wenn wir es dann haben wir es aber auch richtig. Daran hat mich Ihr Einstieg erinnert. Und ich hoffe, dass wir jetzt langsam an dem betriebswirtschaftlich mal sagen, Break-Even sind, wo wir jetzt so langsam von der Aufbauarbeit quasi in die Standardisierung kommen. Ja, Herr Hoffmann hat uns einige interessante Beispiele genannt von Menschen, die bei Ihnen über eine Teilqualifikation dann letztendlich den Einstieg in den Job gefunden haben. Und er hat gesagt, er hat uns erzählt, und das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, die Antwort eines Marktleiters, guck nicht auf den Lebenslauf, sondern guck auf den Menschen. Beziehungsweise es war Ihre Antwort, nachdem diese Person, also dieser Marktleiter, den Lebenslauf gesehen hatte und dann einfach gesagt hat, wenn ich das Papier gesehen hätte und nicht den Menschen, hätte ich dieser Person keine Chance gegeben. Und das ist, glaube ich, vielleicht generell etwas, wo wir ein bisschen mehr wieder auch hingucken sollten, gesellschaftlich, auf den Menschen und nicht aufs Papier. Aber das scheint in diesem Bereich von Teilqualifikationen ein ganz, ganz wichtiges Prinzip zu sein. Ja, und ein anderes Prinzip hat uns Herr Engel nochmal vor Augen geführt, nämlich das der Kooperation. Ich habe mir aufgeschrieben, Kooperation schafft viele Vorteile für alle. Und wir können das sehr handgreiflich an dem TQ-Beispiel deutlich machen, dass wenn Träger zusammenarbeiten, mehr Berufe, mehr Angebote machen, dann landen wir am Schluss da, dass wie eigentlich in der Berufsbildung auch gewünscht, jemand im Zweifel auch umziehen kann und einfach bei dem anderen Träger in einer anderen Region eine nächste TQ machen kann und trotzdem zum Abschluss kommt, ohne dass es da Brüche oder Anerkennungsprobleme gibt. Das ist das, was wir immer wollten und immer brauchten, auch für den Strukturwandel in unseren Betrieben und in unserer Gesellschaft brauchten. Und von daher haben Sie da ein schönes Beispiel gebracht von gemeinsamen Starttermin bis gemeinsame Zertifizierung von Maßnahmen, gemeinsame Informationen und Beratung. Also das lichtet nicht nur das Angebot, schafft eben Transparenz, verbessert das Angebot und macht es einfach erstmal so richtig attraktiv. Aber ganz egal, welcher Trägerverbund es ist, wer immer diese Qualifizierung auch betreut,
Es ist klar geworden heute, dass diese Personen und auch die Betriebe, das hat Herr Born nochmal gesagt, Unterstützung brauchen. Mich erinnert das ein bisschen an Mobi Pro EU, wo es am Anfang ein wunderbares Modell gab, aber der Kümmerer war nicht eingeplant. Und ich glaube, das ist genau hier im Bereich dieser Menschen, die sich für eine TQ interessieren könnten, für die die TQ ein möglicher Weg sein könnte, ist das wichtig, dass wir dafür sorgen, dass diese Betreuung, dieses Coaching dabei ist, damit sie eben über eine einzige Teilqualifizierung auch hinauskommen und dass sie diesen Erfolg auch nutzen für sich und die zweite und dritte machen, wie der junge Mann im Film es uns vorhin auch erzählt hat. Ja, und dabei hilft eben auch Standardisierung. Ich erinnere mich an Herrn Hase, der uns deutlich gemacht hat, wie Einzellösungen letztendlich zur Intransparenz und Irritation führen können oder im Umkehrschluss eben das Aufeinanderaufbauen von TQs bei Trägern bis hin zu dem Thema Kammern deutlich gemacht hat, dass es einfach auch eine Irritation ist, wenn die Kammer im Bezirk X etwas anerkennt und die Kammer im Nebenbezirk schon irgendwie nicht. Da wäre Standardisierung hilfreich, aber eben auch bei der Frage, wie Agenturen und Jobcenter damit umgehen. Das hat er uns auch nochmal erzählt, wie schwierig es ist an unterschiedlichen Standorten. Wir wissen aus unserer Untersuchung, dass NRW und Rheinland-Pfalz TQs stärker genutzt werden im Agenturbereich, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt zum Beispiel sehr wenig. Und da gibt es noch sehr unterschiedliche Offenheiten. Wir haben auch andere Beispiele gehört aus dem Norden, wo bestimmte Agenturen sich da gar nicht oder Jobcenter noch gar nicht offen zeigen. Also von daher gibt es da noch ein bisschen auch Standardisierung bei der Frage, wer wendet das denn eigentlich überhaupt an? Genau, und in dem Zusammenhang ist auch das Wort, wir müssen Vertrieb machen, gefallen. Und ich habe mitgenommen heute, wir müssen Vertrieb machen, wirklich in allen Bereichen, teilweise noch bei den Mitarbeitern der Agentur und der Jobcenter. Es wissen schon viele, aber noch nicht alle. Wir müssen Vertrieb machen in den Unternehmen. Wir müssen Vertrieb machen bei den potenziellen Bewerbern, Teilnehmenden, wie auch immer. Wir müssen dieses Instrument in diesen Zeiten noch mal neu in Erinnerung rufen. Das schließt sehr schön an Frau Fragenkrug an, die uns, wunderschöner Spruch, Vertrieb ist die Produktion von leuchtenden Augen. Habe ich mir aufgeschrieben, das merke ich mir auch. Ich habe auch mir gemerkt, dass Sie uns den Wurm austreiben wollen, also sehr anschaulich. Auch Sie haben das Thema Standardisierung klar gemacht und nochmal deutlich gemacht, nicht nur beim Thema Vertrieb, sondern letztendlich auch, was das ganze Thema Vorteilsübersetzung, Qualitätssicherung, Beratungsinhalte und so weiter, bis hin zur Normierung, Klammer auf, vielleicht auch gesetzlich, vielleicht nicht. Das ist ein bisschen offen geblieben gemacht. Und was ich natürlich auch nochmal spannend fand, ist eben der Hinweis, wir müssen eigentlich den Spagat schaffen, dass wir die Arbeitsmarkttauglichkeit, wenn jemand tatsächlich nur ein oder zwei TQs machen kann oder will, sicherstellen, damit ein guter Einstieg geschaffen wird und gleichzeitig eben die berufsbildungspolitische Anschlussfähigkeit an den Vollabschluss mit dieser Orientierung auch wahren. Was die Vertriebsseite anbetrifft, vielleicht noch ein letztes, das haben Sie ja am Schluss ja noch mal sehr deutlich gesagt und das wird wahrscheinlich dabei auch helfen bei der Überzeugungsarbeit, wenn die Weiterbildungsprämie eben auch für TQs gilt, dann ist das mit Sicherheit ein Anreiz, der gerade für diese Zielgruppen, über die wir viel geredet haben, auch nochmal ein echtes, handfestes, monetäres Argument ist. Ja, ein großer Vorteil der TQs, das habe ich von Herrn Wink mitgenommen, ist einfach, dass sie flexibel sind, dass sie in diese Zeit passen, dass sie eine hohe Anreizstruktur mitbringen. Und ich hatte das Gefühl, dass Frau Müller und Herr Wink in diese Richtung auch beide gesprochen haben, dass sie das ähnlich sehen, dass natürlich eine Umschulung immer noch eine andere Geschichte ist. Aber es gibt Menschen, die sind eben für eine Umschulung vielleicht nicht geboren oder können das in ihrer jeweiligen Lebenssituation nicht schaffen. Deshalb lässt die TQ
lange Zeit, um am Ende vielleicht doch, und da gibt es sicherlich noch viel zu tun, dass es mehr als eine wird, zu einem guten Abschluss für den Menschen führt. Was wir auch mit Sicherheit mitnehmen, Frau Hanack hat uns das in die Bücher geschrieben, weiter kritisch drauf schauen und nachsteuern. Zu Recht haben Sie angesprochen, dass wir uns nicht damit zufrieden geben können, wenn nur 4% überhaupt einen Vollabschluss anstreben. Wir wissen noch nicht genau, wie viele tatsächlich da dann landen. Das heißt, auch Strukturen zu schaffen, dass es beispielsweise für KMUs leichter wird, das zu nutzen. Und sicherstellen, dass eben die Einsteiger, selbst wenn sie nur mit ein oder zwei TQs im Arbeitsleben landen, eben nicht in befristeten bzw. prekären Jobs landen. Das Thema Begleitung und Coaching haben viele angesprochen, aber letztlich sind das Unterstützungsmaßnahmen, um genau das zu leisten, was wir eben mehr wollen als 4%, nämlich Menschen zum Vollabschluss zu bringen. Wir haben immer gewusst, voller Berufsabschluss ist die beste Beschäftigungsversicherung. Das ist ein Spruch, den habe ich mir irgendwann in den 90er Jahren bei meinem ersten wissenschaftlichen Job angeeignet. Das ist auch heute noch so. Von daher, glaube ich, haben Sie volle Unterstützung dafür, an der Stelle mehr zu tun. Gefreut habe ich mich heute über Herrn Born, weil ich hatte das vorher immer so verstanden, das Handwerk macht keine Teilqualifikationen. Das scheint falsch zu sein. Das Handwerk macht auch Teilqualifikationen, aber das Handwerk ist mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 5 Personen eben vor besondere Herausforderungen gestellt. Und kleinere Betriebe brauchen diesbezüglich einfach Unterstützung. Ich komme aus einer Tischlerei. Meine Eltern haben seinerzeit einen spanischen und einen italienischen Gastarbeiter beschäftigt in den 60er Jahren. Und ich weiß, was es bedeutet, für einen kleinen Betrieb auch nur einen Mann in irgendeine Art von Qualifizierung zu schicken. Das ist eigentlich fast nicht möglich. Jedenfalls nicht mal ebenso. Da haben wir wirklich also Frau Hanack hat von Conti gesprochen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Ein großes Unternehmen kann so etwas. Im Handwerk haben wir ganz andere Bedingungen und Sie haben auch nochmal herausgestellt, da ist mehr so das Thema Fort- und Weiterbildung steht da im Vordergrund. Aber grundsätzlich scheint auch das Handwerk zu gucken, wie Teilqualifikationen im Einzelfall auch dem Handwerk nützlich sein können. Damit waren wir durch. Eigentlich ja. Damit waren wir durch, haben wir gerade gesagt. Ich mache das mal von hier. Ja, also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die hier sitzen geblieben sind. Ich habe nicht so wahrgenommen, dass wir Verluste hatten heute. Und ich möchte mich auch bei all denen bedanken, die jetzt immer noch am PC sitzen und sich unsere Veranstaltung hier angesehen haben, zugehört haben, mitdiskutiert haben. Ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt, so viele Menschen hinzuzuladen, denn wir hätten gar nicht die Chance gehabt, 300 hier zu platzieren. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Frink bedanken, bei der Bertelsmann Stiftung, bei Herrn Wink bedanken, seinem Team, dem ganzen Event-Team, die da im Hintergrund alles gemacht haben. Also es ist ein wunderbarer Ort, eine solche Veranstaltung zu machen. Ich war hier vorher noch nie. Ich bin sehr, sehr begeistert, dass ich fast fragen würde, dürfen wir noch mal wiederkommen irgendwann? Und ja, ich kann Sie nur aufrufen, behalten Sie dieses Thema TQ sozusagen auf dem Schirm, verfolgen Sie die Entwicklungen, die es gesamtgesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich gibt und machen Sie einfach Vertrieb. Machen Sie das Ding bekannt, egal mit wem Sie sprechen, fragen Sie ihn, weißt du eigentlich, was eine TQ ist? Ich verrate es Ihnen. Ich wusste übrigens es am Anfang nicht, weil es in meiner beruflichen Tätigkeit ich hatte damit keine Berührung. Und ich finde, das ist ein spannendes Thema und wir sollten das weiter im Auge behalten. Also ganz herzlichen Dank an Sie alle
Und jetzt gibt es draußen, glaube ich, noch ein Häppchen. Einmal noch Herrn Schmidt. Nein, Herrn Schmidt, kommen Sie mal ran. Herr Schmidt. Herr Schmidt und ich kennen uns noch nicht so lange, aber Herr Schmidt hat im Februar unseren DWT-Workshop in die Zukunft sozusagen moderiert. Da haben wir uns kennengelernt und er hat das toll gemacht. Und wir haben dadurch viele neue Ideen, Impulse bekommen, an denen wir immer noch arbeiten. Und es scheint mir, Herr Schmidt entwickelt sich gerade zum Hauptmoderator der Weiterbildungsbranche, weil er hat auch die BBB-Veranstaltung, soweit ich weiß, moderiert und hat uns hier heute super begleitet. Also nochmal ein extra Applaus für Herrn Schmidt. Dankeschön. Das war super. Und Frau Morat-Kahn möchte ich auch nochmal hervorheben, ne? Eingesprungen heute Morgen, super gemacht, Chat verfolgt, alles im Blick behalten. Wir sind begeistert. Vielen Dank Ihnen allen.